willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Laden Swallow aus dem SDS-Forum hat seinen Feldbinder-Silo-Trailer geupdatet in der Version 1.1 und den möchte ich euch heute mal zeigen. Da ist er. Chuck. So sieht er aus, ne? Und dann gucken wir nochmal, was alles so mit dabei ist. Auf alle Fälle frisch auf dem Tisch geupdatet. Ihr habt drei Achsen. Eine davon ist geliftet, wenn ihr wollt. Ansonsten gibt es natürlich noch Skin Packs dazu. Ich habe mir mal zwei runtergeladen. Einmal auch von Laden Swallow und 22 Fast for You. Ich sage es jetzt einfach mal so: 22 Fast for You. Und ein Herz hinten dran. So ist es zumindest hier hinterlegt. Auf alle Fälle sind hier ein paar Skins mit dabei. Und wenn ihr das wollt, dann dürft ihr es natürlich auch nutzen. Ne? Logisch. Macht auch Sinn. Und sieht dementsprechend auch ganz cool aus. Spedition Simon Loos kennt man auch, Voss, Alfred Talke, Langgärtner, also da hat er Unternehmen, die man kennt. Ansonsten die SDS-Skins funktionieren hier auch tadellos, ein paar hinterlegt, finde ich gar nicht so schlecht, aber ich bevorzuge jetzt einfach mal hier diese Skins noch. So, kommen wir zu unseren Anbauparts, die wir hier zur Verfügung haben. Das sind einmal unsere Streifen, unsere Reflexionsstreifen. An der Seite weiß, orange und hinten gibt sie dann in rot, weiß oder auch in orange. Am Heck haben wir dann Schmutzfänger, das sind die von SDS. Und Reifen und Felgen sind hier alles ganz normal. Das wäre jetzt hier mal so hinterlegt und sieht aber gar nicht so schlecht aus hier. Dann kaufen wir uns den mal und schauen dann gleich mal in den Frachtmarkt rein. Zack. Zack. Auflieger Manager. Gleich mal dran kubbeln. Jetzt nutzen. Und dann schauen wir doch mal hier, was wir da im Frachtmarkt finden. Also, wie ihr sehen könnt, ihr könnt Granulat fahren. Ihr könnt, ich gucke jetzt mit Nürnberg, Natron, Gefahrgut, Zement, Soda-Zeug, Mehl, Düngemittel, Milchpulver. Also alles, was man halt mit so einem Silo fährt. Ne? Also jetzt hier keine Paletten oder so. Höchstens geschreddert. Aber das passt hier auch von der Definition. So, mal raus aus der Garage. Zack. Zeige ich euch noch die Futures, die wir hier zur Verfügung haben. Also, wie ihr sehen könnt, Trailerkabel klar funktioniert. Machen wir mit der Flycam jetzt mir ganz kurz. Dann haben wir die Stützen. Einmal vorne und hinten. Warum auch hinten? Klar, wenn der Silo sich kippt, dann dass er hinten auch eine Stütze hat. Liftachse haben wir auch mit dabei, habe ich ja gesagt. Genau, ansonsten ist er wie er ist. Machen wir mal kurz Lichttest. Also Positionsleuchten haben wir da. An der Seite, die leuchten auch schön, wie sie leuchten sollen. Ne? Auch hinterm Heck das Kennzeichen leuchtet schön, auch die Lampen, Kurzgang, Bremse, Blinker, alles da, da wo es sein soll. Ja, sehr schön. So, dann kommen wir kurz zum Fazit, zum Feldbinder-Silo. Oh, jetzt habe ich fast einen Knoten in der Zunge gehabt. Also Feldbinder-Silo, also in der Version 1.1 gab der für die Version 1.35. Also Standalone habt ihr gesehen, beim Auflegehändler zu finden. Ihr habt Liftachse, ihr habt Trailerkabel, ihr habt sonst alles mögliche mit dabei. Ihr habt die SCS Mudflaps und die Reifen, die sind alle von SCS, ne? Klar.
Ihr habt die Reflexionsstreifen einmal an der Seite und hinten, einmal weiß, rot, orange. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr da wollt. Dann ist das komplette Heck ist jetzt hier mal bearbeitet worden. Frame and Body, also ist alles ein bisschen schicker gemacht worden. Sieht alles ein bisschen hochwertiger aus hier. Ne? Dann habt ihr Skin-Pakete, könnt ihr euch downloaden. Links dazu im SCS-Forum. Nutzt das. Denn die Skins sehen nämlich echt nicht schlecht aus. Ansonsten, Template gibt es natürlich auch, dann könnt ihr das selber skinnen. Das ist auch klar. Und die Paintjobs von SCS funktionieren hier auch. Finde ich gar nicht so schlecht. Definition passt. Finde ich auch ganz gut. Und sonst gibt es hier nicht mehr viel hinzuzufügen. Also ich finde, für mich ein Best-Class-Trailer, auch wenn er nicht so viele Anbauteile hat, aber da wir so wenig Silo-Trailer haben, finde ich den einfach klasse. Deshalb ist es für mich Best-Class-Trailer. Habt ihr noch Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Entweder hier oder im SCS-Forum. Link dazu alles unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn ihr mal einen Daumen da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal, wer es noch nicht gemacht hat, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Silo-Feldbinder. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.